Kühler Wind, graue Wolken, Regen. Wir sind nicht nur kalendarisch, sondern auch wettertechnisch im Herbst angekommen. Wenn sich dann aber doch zwischendurch die Sonne zeigt, sollte man das also nutzen zum Spazieren, Radfahren oder Joggen. Die Natur zeigt sich schließlich von ihrer schönen Seite. Die Blätter verfärben sich, Kastanien fallen, Pilze sprießen aus dem Boden. Bevor der Winter kommt, haben vor allem Obstbauern gut zu tun. Äpfel, Kartoffeln und Kürbisse werden geerntet. In den Weinregionen ist die Lese in vollem Gange. Kurz vor Weihnachten am 21. Dezember ist dann übrigens kalendarischer Winteranfang. Bis dahin kann man den hoffentlich goldenen Herbst noch genießen.